Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Cities Skyline 2. Weiter geht's mit der kleinen City hier und wir gucken mal, wo wir hier am besten weitermachen. Ich würde sagen hier unten. Und zwar werden wir hier einfach mal ein paar gerade Strecken hinbauen und hier Leute einziehen lassen. Ganz einfach, ganz simpel. Gar kein großes Prozedere, sondern einfach nur ein bisschen bauen. Muss auch mal sein. So. Dann hier noch. Klack. Dann machen wir das Ganze noch einmal. Und zwar ein bisschen weiter runter. Genau. Dass wir hier einfach so ein kleines bisschen Fläche hinbekommen. Mehr brauchen wir hier gar nicht zu machen. Und mal schauen, wie weit wir... Okay, ich glaube, hier ist Ende. Ich vermute, da ist Ende. Sorry. Ja. Die kleine City geht also weiter. Okay, hier könnten wir noch ein bisschen mit Bogen arbeiten. Das werden wir auch tun. So. Ich glaube, hier machen wir, versuchen einfach nur. Okay, hier versuchen wir ja nichts. Okay. Das machen wir hier noch lang. Das verbinden wir, wenn es geht. Nee, geht auch nicht. Sehr gut. Okay. Hier kommen wir gar nicht mehr weiter. Aber passt, sitzt und hat Luft. Wir werden hier einfach mal ein paar Häuser hinbauen, dass hier Einwohner einziehen. Oh, Entschuldigung. Ihr habt gerade gegessen. Irgendwie habe ich mich überfressen. Das ist immer mein Problem. Wenn es lecker ist, esse ich gerne ein bisschen mehr. Und es war lecker. Es war sogar sehr lecker. Es gab eine leckere Pizza, Tomate, Käse und Rucola. Die ich aktuell richtig drauf. Keine Ahnung warum. Ja. So, wir haben hier Probleme mit dem da. Und wir haben ein Problem mit oben. Interessant. So. Okay, beide Probleme sind beseitigt. Und wir haben ein bisschen neue Fläche hier. Ich hoffe, die kleine Straße hier hält das aus. Aber ich denke schon. Ich vermute schon. Was wir hier noch machen könnten ist vielleicht sowas noch. So. Dann ist es ein bisschen schöner. Zwei Parks. Dann besser. Okay. Was ist hier los? Warum habt ihr keinen Strom? Warum habt ihr keinen Strom, Leute? Ich frag nur mal. Wieder blöd. Aber ihr solltet schon Strom haben. Also wäre cool. Warte mal, haben wir hier irgendwo ein Plätzchen da oben? Könnten wir ein Umspannwerk noch bauen? So, das einmal hoch. Das einmal runter. Und damit dürfte ich auch genug Strom wieder ankommen. Okay. Gut. So, die untere Ecke ist so gut wie fertig. Was mich ein bisschen wundert, dass wir immer noch diese kleinen Häuser bauen sollen. Also wir müssten bis dato nicht einmal die großen Kabumsmänner bauen.
Die Wilden wollen die hier nicht. Warum ist das so? So, wir bauen hier einmal eine Hauptstraße rechts raus oder schräg raus. Schauen mal, dass wir hier auch irgendwie was hingezaubert bekommen. Auch wieder so im kleinen Bogen. Und zwar irgendwie sowas. So. Okay. Wir machen da hinten eigentlich immer so Sackgassen hin. Ich glaube, also ich fahre damit eigentlich, ich finde das eigentlich immer ganz cool, so zu bauen. Ich weiß nicht warum. Ist zwar super oft ein bisschen Platzverschwendung, aber hey, wir haben, glaube ich, hier genug Platz. Also noch aktuell. Von daher spielt das doch, glaube ich, keine Rolle. Aber auch jetzt sollen wir mittlere Häuser bauen. So die da. Aber auch nur minimal. Was er wieder hier möchte, ist halt... Ich weiß nicht, wer da einkaufen soll. Naja. Er wird schon wissen. So, wir bauen hier nochmal ein bisschen kleine Wohnungen hin. Und schauen mal, wie es dann weitergeht. Er möchte auf jeden Fall langsam mal Industrie wieder haben. Das ist doch schon mal was. Ah, das könnten wir also hier oben mal platzieren, und zwar hier bauen wir ein bisschen neue Industrie, aber gar nicht so viel, ne? So ein bisschen hier, ein bisschen da, den schieben wir weiter. Hier passiert noch eine weiter, eine zurück. So. Und das bauen wir da lang. Okay. Füllen wir das auch mal eben aus hier. Dass, wenn da jemand einziehen möchte, dass wir Platz haben. Jo, ich weiß halt, also irgendwie, hoppala, so. Hier wird jetzt halt irgendwie die halbe Zeit was das gleiche passieren, glaube ich. Ich versuche hier halt jetzt irgendwie ein bisschen die Einwohner zu pushen. Und gucke halt so ein bisschen nach Möglichkeiten, das anständig zu machen. So. Okay, das sieht ja ganz wild aus. Ja, das sieht ja aber ganz, ganz, ganz wild aus. Egal. Wie gesagt, was mich hier die ganze Zeit so ein bisschen wundert, ist mit dieser Büro, mit der Verkaufsfläche. Also, diese Verkaufsfläche, die ist halt so übertrieben hoch. Und die geht halt auch nicht runter. Aber die bringt mir, glaube ich, halt auch keine Leute, die hier einziehen. Das ist mein großes Problem, glaube ich. Also wenn ich jetzt... Entschuldigung. Schließen. Wenn ich jetzt hier alles mit Büroflächen vollknalle. Glaube ich einfach nicht daran, dass da so viele Leute dann einziehen. Wir haben ein paar Pünktchen übrig. Was könnten wir denn machen? Kernkraft brauchen wir nicht. Ärzte, Seuche und Gesundheitsinstitut brauche ich nicht. Brauche ich nicht, glaube ich. Ja. Weiß ich noch nicht. Brauchen wir überhaupt irgendwas aktuell? Nein, ne? Also ich wüsste jetzt nicht was. Ich wüsste jetzt gerade nicht was. Egal, bauen wir weiter. Wir haben immer noch... den Verbundbau an.
So, und dann bauen wir das Ganze. Ah, warte mal, hier kommt tatsächlich eine Autobahn raus. Die würde ich tatsächlich hier hinbauen. Oder dran bauen, dass wir da einfach einen Zubringer haben. Dreispurig. Mal das. Einmal das. So. Dann könnten wir hier oben halt direkt wieder an der Autobahn entlang bis zum bitteren Ende. So, einmal hier runter. So. Das ist ein lokaler Public Service Announcement. Also, wir bauen weiter blaue Fläche. Die wollen das. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt, wer da einkaufen soll. Aber wenn mir das Spiel sagt, bau dieses, mache ich dieses. Jetzt kommt die Industrie auch langsam mal wieder. Das ist gut. Industrie, Moment. Da hatten wir diese Strecke und diese Strecke, glaube ich. Ich hoffe, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Zweispurig. Die führen wir mal weiter. Hoppala. Die spulen wir einfach, ja, einfach hier runter. Ne? Also, da ändern wir jetzt keinen Baustil oder sonst irgendwas, sondern generieren hier eigentlich nur Fläche. Oh, so, einmal hier Industrie hin. Okay, perfekt. Mehr als genug Industrie gemacht. Jetzt würden wir gerne... Da ist sie. Die habe ich gesucht. Ha. Hallo? Wäre cool, wenn wir... Kriegen wir da Strecken runter? Ja, kriegen wir. Glaube ich. So, kriegen wir. Sehr gut. Dann können wir da Strecken bauen. Bauen wir direkt wieder Strecken zurück. Bis dahin und dann wieder da hoch. Weitere Gewerbezonen. Okay, ich hätte da noch eine Idee. Die Idee müssten wir mal testen. So. Aber die machen wir danach. Moment, ich baue jetzt hier nochmal... Ihr möchtet einfach mal was gucken, ob das funktioniert. Und zwar habe ich jetzt gerade irgendwie im Kopf, man könnte doch eigentlich Fläche Moment. U-Bahn, Straßenbahn, Zug. Können wir Züge auf...
auf einer Straße bauen. Ne, funktioniert leider nicht. Funktioniert leider nicht. Das funktioniert leider nicht. Jetzt bin ich traurig. U-Bahn, okay. So, okay. Das funktioniert leider nicht. Okay, wie machen wir weiter? Ja, ich würde sagen, wir bauen noch ein Stückchen nach oben und gucken mal, was uns der Graf dann sagt. Oh. Ja. Wird schon passen. So, das kommt hier hin. Das kommt dahin. Das kommt. Entschuldigung. Hier hin. Somit hätten wir neue Gewerbeflächen. Und zwar relativ viele. Leute ziehen auch schon ein. Gegenüber würde ich jetzt tatsächlich mal schauen, dass wir ein bisschen kurvenreicher bauen. Weil wir ja jetzt hier wieder an den Straßenrand, an den Gebäuden hier vorbeifahren wollen. Okay. Was passiert, wenn ich jetzt hier einfach mal große Gebäude hinbaue? Wohngebiete mit dichtem. So. Dim, 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 dim. Das Ganze machen wir jetzt noch einmal. Und da bauen wir dann die etwas billigeren Häuser hin. Aber nicht die Einfamilienhäuser, sondern schon die. Ja, wird schon passen. Hier die. Ohne. Okay, aber da ziehen auch ganz gut Leute ein. Da ziehen auch ganz gut Leute ein. Du, 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 du. So, wie sieht's hier aus? Parks. Brauchen hier einige. Sehe ich schon. Können wir hier einen großen hin pappen. Hier kommt auch einer mitten rein. Hier kommt einer mitten rein. Hier kommt einer mitten rein. Hier und dort, so dass alles grün wird. Hier hinten muss auf jeden Fall auch noch was hin. So. Okay. Eigentlich ganz gut, oder? Hier kommen auch nochmal zwei rein. Okay, wie viel Industrie brauchen wir denn jetzt auf einmal? Blub, 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 blub. Die ganze Zeit war Industrie ein bisschen ruhig und jetzt auf einmal so blub. Hier bin ich, bau mich oder was? Okay, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz bis hier, nehme ich an. Oh. Industrie, 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 Industrie. So. Bauen wir mal alles voll hier. Da ist noch eine riesen Fläche. Okay. Cool. Was jetzt
to vacate the premises. Alter, wie viele Menschen laufen denn hier? Um Gottes Willen. Was ich jetzt cool finde, wir knacken bald die 100.000 Menschen oder Einwohner in der City. Und wir kommen. Hier unten, komischerweise, läuft das ja richtig, richtig gut, ne? Also alles mit diesen Einfamilienhäusern, alles easy. Also da ist ja wirklich alles, alles paletti. Was mich ein bisschen wundert ist, dass hier Mangel ist. Aber auch hier haben wir so leichte Stauprobleme. Aber das ist okay, das ist fein. Hier haben wir Unfall. Ja, kann ich nichts machen. Wir haben so ein bisschen Stau. Also so ein bisschen Stau haben wir. Oder alles klar. Ah, hier haben wir aber auch einen Unfall. Hier haben wir aber einen Unfall. Hier. Na gut. Warum haben wir hier so viele Kranke? Da ist keiner. Hier ist keiner. Ich guck gerade, ob hier doch irgendwo einer ist. Hier ist ein Krankenwagen, Krankenhaus. Wir sollten da vielleicht nochmal einen bauen. Am besten noch jemand, der damit verbunden ist, ne? Wait a minute. Bauen wir es hier hin. So. Bauen wir das da hin. Das und das bauen wir auch noch zu und das auch. Okay, und dann haben wir ein bisschen mehr. Okay, perfekt. Ich sage bis hierhin. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Stadt, wie komme ich denn jetzt auf Stadt? Ich wünsche euch natürlich einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.